brauchst du aber ein Wotti, Schatz. Eine Putzi! Naja, nee, also dann kann ich nachher ja nicht mehr hier die Leute anfeuern, weil wir beide werden gleich das VIP-Fußballspiel moderieren und anfeuern. Ist hier auf der Seite drüben, findet das gleich statt. Aber erstmal holen wir die Leute auf die Bühne, die jetzt hier mitspielen. Und zwar, da haben wir die Christine Keil, das ist die Jugendstadträtin von Pankow und stellvertretende Bezirksmeisterin. Und das ist eine Linke. Und die wird heute anpfeifen, das Spiel, die Gute. Ja. Herzlich willkommen. So, als nächstes haben wir einen Spieler, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle aus dem RBB, es ist niemand Geringeres als Harald Pignatelli. Herzlich willkommen. Der schon friert um die Wade. Ja, gleich dürft ihr euch bewegen, ne? Ihr könnt schon ein bisschen scharren mit den Füßen. Unser nächster Mitspieler ist der Stefan Gelbhaar und der ist glaube ich von den Grünen, oder? Gelbler. Nee. Gelbhaar, ist schon richtig. Ach, ach, ne? Du bist von den Grünen. Zwischen, okay. Ah, ja, ja, super. So. So, dann haben wir noch ein Mitglied des Abgeordnetenhauses. Und zwar von der SPD und das ist der Christian Gelbler. Ach, der kommt gleich. Der kommt super. Direkt zum Spiel, wird er angefahren. Und dann haben wir noch jemanden aus dem Abgeordnetenhaus. Evrim Baba. Ist der schon da? Sie. Entschuldigung. Ach, das ist ja, naja, tut mir leid. Sie ist auch noch nicht da. Echt? So, also wir haben das halbe Abgeordnetenhaus hier, meine Lieben. Das ist ja sehr schön. Diesmal von der FDP, den Markus Löning. Yeah. Herzlich willkommen, Herr Löning. Und dann haben wir so ja eben von der CDU mit dabei, Michael Braun. Herzlich willkommen. So, dann spielt sogar jemand mit von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Und zwar ist es der Philipp Mühlberg. Herzlich willkommen. Anja Kopfbringer ist ja auch da. Die ist verletzt, die macht Linienrichterin, ne? Aber auf jeden Fall vielen Dank. Komm, wir rutschen mal ein bisschen. Genau, wir rutschen. So, Moment. Das ist also die eine Mannschaft. Und die andere Mannschaft ist... Gibt es eine andere Mannschaft? Jawohl, ja, es gibt eine andere Mannschaft, die heute extra in ihrem, wie sagt man? Nein, in ihrem Ornat gekommen sind. Im Ornat, ja. Also im sportlichen Ornat. Meine Lieben, begrüßt bitte den Orden der Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Herzlich willkommen bei den Respect Games. Ja, und ich meine, viele der Gäste wundern sich natürlich, wir müssen das natürlich ein bisschen erklären, sie wundern sich vielleicht ein bisschen über, also es gibt bestimmt Leute, die irritiert sind von eurem, von eurem Styling. Ich meine, kann doch gar nicht sein. Man sieht euch eher so im Nachtleben, ihr geht in Kneipen und warum seht ihr so aus, was macht ihr eigentlich? Kannst du das vielleicht in ein paar Worten zusammenfassen? Ich versuche es mal. Also wir sind ein Orden, wir sind eine Gemeinschaft von Schwulen, Lesben, Heteros, Bisexuellen, die für unsere Gemeinde, nämlich für euch, unterwegs sind, um Freude zu verbreiten, euch die Schuld zu nehmen. Wir verteilen Kondome, wir bieten Informationen zu HIV, AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und wir sind eure Nonnen. Sehr schön, ihr seid. Ein Applaus für unsere Nonnen. Genau. Sehr vernünftig, dass ihr unterwegs seid und immer euch so viel Mühe macht und euch die ehrenamtlich um die Ohren schlagt. Party für Party. Dann haben wir jetzt hier noch diverse Linienrichter. Die Angelika Schöttler, Stefan Liebig, Andreas Kram und Sascha Steuer. Die Linienrichter, freut mich. Ja. Also wir haben wirklich hier tatsächlich das halbe Abgeordnetenhaus, ne? Drei Viertel. Ja. Frau Schöttler ist Bezirksstadträtin für Familie, Jugend und Sport. Und zur Siegerehrung kommt dann auch die Petra Pau. Das ist in 20 Minuten. Sind also die Der hier hoch? Was? Der hier hoch? Der Gysi, ich weiß nicht. Kommt der Gysi nachher noch? Ich sehe jetzt keine Verantwortlichen, die mir das bestätigen. Oder? Ja, da wird genickt, der Herr Gysi auch. Ach, herrlich. Also nach dem Steinmeier auch der Gysi. Nächstes Jahr wollen wir die Merkel hier haben. Ach so,
Wer weiß, ob die denn noch ist? Weiß man ja nicht. Weiß man doch gar nicht. Wieso? Die könnte doch auch mal Fußball spielen. Das würde sich ja toll aussehen, nicht? Aber die kann sich doch so komisch freuen. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte sie lieber Linienrichterin sein. Ja. Oder im Tor, hinterm Tor stehen. Gut. Okay. So, dann geht's. Ihr seid ja fit, alle? Ja. Super. Dann im Dauerlauf jetzt ja, zu unserem Platz. Wir wünschen uns natürlich ein faires Spiel hier da drüben. Es gibt noch was? Gibt's noch eine Ansage? Also ich wollte mal ganz kurz den Schiedsrichter dieser Partie vorstellen. Oh ja, Schiedsrichter. Hallo. Seid jetzt ruhig hier. Und wünsche euch dann viel Spaß. Dankeschön. Gut, wir sehen uns. Den nehme ich, du. Sag mal, Gloria, nimm dich jetzt bitte zusammen. Gut, ihr könnt, wir abschieben und da drüben, ich weiß jetzt nicht genau, welche Nummer vom Feld es ist. Wir kommen zur Preisverleihung. Ja, wir begrüßen ganz herzlich erst einmal unser VIP-Team und die Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Herzlich willkommen. Sobald ihr da seid, kommt doch auf die Bühne. Vielen Dank. Kommt, ihr habt euch wacker geschlagen. So. Die sollten... Nee. Was? Nee, das ist für die... Ach, da, ich sehe es. Hier unten. Ja, genau. Aber die Schwestern haben ja schon was zu trinken. So, haben wir die Mannschaften hier oben, dann bitten wir natürlich noch die Linienrichter und unsere liebe Anpfeiferin auf die Bühne. Vielen Dank für euren Einsatz. Also ganz toll. Ein Applaus für unser Promi-Team, die Linienrichter, die Anpfeifer und den schönen Schiedsrichter. Vielen Dank, das war super. So. Tja, es ist ja kein Platz mehr hier für mich mit den Preisen. Ach, guck mal, der kleinste Mitspieler ist dann auch dabei. So. Wo ist denn der Schiri, geile Sau, komm rum hier. Schiri, du musst jetzt entscheiden. Nein, entscheiden machen wir nicht. Okay. Wir müssen entscheiden. Also da sind Leute Fußballerprobt, die staunen aber sehr schön. Man kann ja immer wieder mit Vorurteilen aufräumen, nicht wahr? Dafür sind wir hier. So, da ihr ja unentschieden gespielt habt, habt ihr gemeinsam einen Preis gewonnen, eine große Magnumflasche. Nein, das ist ja wie zwei normale. Teilt euch die. Und darum ist natürlich ein bisschen albern, aber dann nehmen wir doch den Trostpreis für unsere Linienrichter und Anpfeifer. Vielen Dank mit dem Schiedsrichter. Ein Riesenapplaus bitte für dieses Promispiel, für den guten Zweck. Und das wäre hier mal... Ui, jetzt wird's hier nass. Also nicht nein, in mein nein, neues Haus. Vorsicht, die Monitorboxen. Oh. Nein. Dann geh ich aber runter, wenn ihr hier rumspritzt. Ich bring dich um. Ich bring euch um. Ich schmink euch ab. Ah, ich